mein Name ist Stefanie Rau. Ich bin hier Geschäftsführer in der Übungsfirma seit dem Jahr 2004, also jetzt schon eine wirklich ganz lange Zeit. Und ich möchte euch heute hier vorstellen, was die Übungsfirma ist. Die Übungsfirma ist, um es mal einfach auszudrücken, ist sozusagen die Lehrwerkstatt im kaufmännischen Bereich. Es vermittelt die Berufspraxis. Und da gibt es jetzt schon seit circa 20 Jahren die sogenannten Übungsfirmen. Wir sind ein ganzes Netz von Übungsfirmen. Es gibt auf der Welt circa 3000 Übungsfirmen, in der junge Menschen untereinander Ware handeln, es fließen Geldströme und es gibt auch eine extern verwaltete Zentralstelle, die eben sozusagen den Staat in diesem Übungsfirmensystem übernimmt. Wofür dient allgemein die ÜFA? Vor allem natürlich dafür, einen Einblick in Unternehmensabläufe zu gewinnen als Schüler, aber auch gewisse Tätigkeiten nicht nur in der Theorie kennenzulernen, in BWL oder Steuer und Kontrolle, sondern tatsächlich im praktischen Tun kennenzulernen. Konkret, die Mitarbeiter der Übungsfirma beraten und führen Verkaufsgespräche. Sie nehmen an Messen teil, sie verkaufen Produkte, sie erstellen Gehaltsabrechnungen, also ein vielfältiges Spektrum an Aufgaben, die so gut es geht und so nahe es möglich ist, die tatsächliche Unternehmenswelt abbilden soll. Dabei lernen die Schüler natürlich nicht nur die Bereiche kennen, sondern auch Tools wie integrierte Unternehmenssoftware, zum Beispiel Navision, kennen. Sie lernen Arbeiten im Team und sie lernen schon frühzeitig den Umgang mit Kunden. Denn die anderen Übungsfirmen stellen natürlich zugleich auch Kunden für das eigene Unternehmen dar. Und das alles soll, wie gesagt, in einem sehr realitätsnahen Setting stattfinden und gleichzeitig aber ein geschützter Raum sein, wo Fehler erlaubt sind, wo man sich ausprobieren kann. Und ja, letztlich geht es darum, über die Übungsfirma berufspraktische Einblicke für das spätere Arbeitsleben zu gewinnen.